Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Egelmeier hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht denn der Blumenstrauß? Ich möchte damit die Gabi überraschen, die Frau Appelsmeier-Kraus, weil sie ein wunderbarer Mensch ist, mit einem ganz großen goldenen Herzen für Mensch und für Tier. Und da möchte ich einmal Dankeschön sagen. Und gerade heute ist ein wichtiger, trauriger Tag für sie. Und ich glaube, das kommt ihr jetzt ganz recht. Dann machen wir das gleich. Hallo. Es passiert gar nichts Schlimmes. Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Dankeschön. Silvi, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Also Gabi, den hast du mehr als wir verdient. Ich möchte mich bedanken bei dir, dass du so ein toller Mensch bist, mit so einem großen Herzen aus Gold. Und ich möchte mich auch im Namen aller Katzen bedanken, auch im Namen von Fini, den du aus der Vermehrerhölle rausgeholt hast, gepflegt hast Tag und Nacht und ihm heute seinen letzten Liebesdienst erwiesen hast. Du bist ein Schatz. Eigentlich gehört dir jeden Tag einer. Ehrlich. Ich hab schon angeregt. Danke. Es ist heute ja ein bisschen für mich ein schwerer Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Silvi hätte ich es auch nicht so gut hingekriegt. Also ja. Ich habe viel Unterstützung gehabt. Die Gabi, die holt die toten Katzen von der Straße, schaut, ob sie einen Chip haben, tut dann den Chip auslesen, versucht die Familie von dem Katzel zu erreichen, packt es dann in eine Decke ein mit der Blume obendrauf. Schon allein dafür gehört ihr eigentlich der größte Respekt. Du bist ein Schatz. Ohne dich hätte ich es doch gar nicht so geschafft.